Hallo und herzlich willkommen auf German Coaster Fan und der allerersten Coaster News Folge. Das ist halt einfach so ein News Format, bei dem ich irgendwelche News bekannt gebe, von aber ihr wahrscheinlich eh schon wieder wisst, weil ich da zu spät dran bin. Aber egal. Auf jeden Fall beschäftigen wir uns heute mit Temple of the Nighthawk. Jetzt denken viele so, hör was. Aber es haben eigentlich irgendwie alle mitbekommen. Heute Morgen, jetzt am 31. März, morgen startet die Saison Phantasialand. Hat das Phantasialand angekündigt, dass Temple of the Nighthawk VR bekommt. Und ein paar Tage vorher hatte auch schon die Seite loopings.nl berichtet, dass die halt vermutet haben oder es geleakt wurde, dass das Phantasialand eine VR-Achterbahn bekommt, was halt Temple of the Nighthawk sein wird. Und ja, das hat der Park nun auch bestätigt. Und der ganze Ride wird dann den Namen Crazy Bats tragen. Und auf dem Bild, was der Park halt schon hochgeladen hat und gezeigt hat, sieht man auch, dass das irgendwelche Fledermäuse von Macmedia sind. Und die Familie Mac hat halt auch den Europa-Park. Und ja, ich weiß echt nicht, was ich so davon halten soll, dass quasi die jetzt so miteinander kooperieren. Aber muss jeder sich sein eigenes Bild oder Urteil zubilden. Das ganze Ding wird dann voraussichtlich Sommer 2019 eröffnen. Und ganz ehrlich, ich finde es nicht cool. Also es gab halt vorher immer schon die Spekulation, ja, der Temple of the Nighthawk wird jetzt abgerissen, jetzt geht's vorbei mit ihm, der ist jetzt auch irgendwie 30 Jahre alt, das ist schon relativ viel. Und die Thematisierung im Wartebereich und während der Fahrt ist echt absolut schrecklich und echt quasi nicht vorhanden. Aber ich gehe da im Review bestimmt nochmal genauer drauf ein. Aber ja, das fühlt sich jetzt auch irgendwie an wie so eine Übergangslösung und dass man diese auch auf jeden Fall irgendeine Neuheit hat, wenn Fly halt nicht fertig wird, was auch wahrscheinlich so sein wird, vermute ich jetzt. Aber ja, beim Indoor Coaster kann man halt einfach so viel mehr thematisieren, hat man so viel Freiheit und jetzt macht man einfach Feuer da rein. Das finde ich echt nicht cool, wirklich nicht. Schreibt mir aber auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das würde mich auf jeden Fall mal ziemlich interessieren. Liked auf jeden Fall das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.